Herzlich willkommen hier auf sozialmarketing.de, ein neuer Fundcast mit einem Gast aus New York. Ich hoffe, ich spreche jetzt deinen Namen richtig aus, Elko K. Von Keylens Consultancy. Und er ist ein Spezialist darin, wenn es um die Fördertöpfe in Amerika geht. Wie ist deine Session ausgeschrieben heute Nachmittag? American Foundations, yes we can. Also yes, amerikanische Stiftung. Okay, ja. Elko, was ist denn das Besondere? Oder du hast mir eben schon erzählt, da gibt es jetzt so einen Hype auch? Wie erlebst du das gerade, wenn es um diese amerikanischen Fördertöpfe geht? Also nach der ökonomischen Krise, viele NPOs weltweit, nicht nur hier in Österreich oder in der Schweiz oder in Holland, Spanien, Griechenland wurden, aber fast überall, die suchen jetzt nach alternativer Funding und amerikanische Stiftungen, die geben jährlich an ausländische NPOs 3 bis 4 Milliarden Dollar. Und also wenn man die Ziffern auch einsehen kann. Und wenn man weiß, okay, die haben das gegeben an dem Land für so viele Jahre, für das Thema, dann kann man auch eine Strategie aufbauen. Okay. Und das ist genau, was wir machen. Also wir raten an, um die Hausarbeit zu machen, richtig zu studieren, wo die Prospekte sind, wie sie gegeben haben im vorher und was sie jetzt wollen. Und dann kann man sie auf den Weg schicken. Und das ist eigentlich, was wir machen. Okay, was kann ich denn jetzt als Organisation oder wenn ich Fundraiser in einer Organisation bin, was sind dann so, ich sag mal, 3 Tipps oder Hausaufgaben, die ich jetzt morgen so, schon umsetzen sollte zum Beispiel? Also der erste Tipp ist eigentlich, was man nicht tun soll. Okay. Oder bitte kein Google Search. Also ich habe schon einige Leute kennengelernt, die haben gesagt, ja, ich habe gesucht und bin ich bei Ford und Gates Foundation. Es sind immer die gleichen. Ja. Aber es gibt über 110.000 Stiftungen in den USA. Okay. Davon ungefähr 7.500 geben auch international. Es ist unwahrscheinlich, um die alle kennenzulernen bei Google Search. Und das lohnt sich auch nicht, weil vielleicht Nummer 67 auf der Liste gibt mehr genau auf dem Thema, auf das Thema, wofür du dich interessierst. Okay. Also man soll richtig die Hausarbeit tun. Und wie kann man das tun? Dafür gibt es Databases, Steueranlage, da gibt es Websites natürlich, Annual Reports, also gibt es so ein Mischmasch, eine Kombination von Quellen. Okay. Und wenn man die gut zusammenlegt und überlappt, dann kommt man zur richtigen Prospekt-Search aus. Okay, und dann läuft es wie im normalen Stiftungs-Fundraising auch, Antrag stellen, beziehungsweise erstmal gute Kontakte herstellen etc. Und dann kommt aber irgendwann doch der Antrag und das läuft dann ähnlich wie in Deutschland, Österreich, Schweiz, oder? Nein, in dem Sinne Antrag stellen noch nichts aufschreiben. Ich bin nicht so gewohnt, wie es hier in Europa läuft, aber in den USA ist es wirklich eine Welt, in der Menschen an Menschen geben. Das heißt, informelle Kontakte sind nicht nur notwendig, sie sind essentiell. Okay. Essentiell. Ford Foundation ungefähr lehnt 90% ab, jedes Jahr. Und wenn man sich wirklich auf diese 10% einrichten will, dann kann man das machen, aber es ist natürlich, man vertut sich die Zeit. Ne? Ja. Also man soll richtig informellen Zugang sich verschaffen müssen zu diesen Organisationen nach der Hausarbeit und dann geht es weiter. Okay. Also ein Topf, ein Potenzial von wie viel? 4 bis 5 Milliarden? 3 bis 4 Milliarden. International. Super. Das ist ein großer Kuchen, der jetzt schon verteilt wird, aber wo noch Platz ist auch für andere Organisationen? Oder? Klar, immer, weil so nach der ökonomischen Krise hat sich die Landschaft hat sich richtig geändert. Die Foundations, die Stiftungen haben nicht so viel Geld mehr, aber haben auch andere Kriterien, andere Prioritäten aufgestellt. Es ist alles anders geworden. Außerdem, die Welt ist geglobalisiert und ja, wer am ersten darüber gut nachdenkt und nicht nur denkt, was will ich, sondern was will diese Stiftung und wie kann ich der Stiftung helfen, alles zu erreichen, was sie erreichen möchte, dann gibt es ein Gespräch. Also man soll gerade andersrum denken in dieser Welt. Okay. Privatgeld, Sie bestimmen. Ja. Vielen herzlichen Dank. Also wenn ihr das als ein Thema auf dem Schirm habt, gerne auch mal eure Website angucken oder wo kann man sich da jetzt als erstes informieren? Was empfiehlst du da? Also ich bin oft in Europa, um dieses Seminar zu geben, in verschiedenen Ländern. Hoffentlich auch mal wieder in Deutschland und in der Schweiz. Okay. Und falls nicht, dann könntest du mir immer schreiben, keylens.org, und dann gebe ich weitere Informationen.
Super. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Alles Gute.